Und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Minecraft, Folge Nummer 1200 ist das jetzt, glaube ich. Dabei Mindestens. Sind wir die üblichen Verdächtigen. Ja, oh, Alter, moin. ich hab hier gerade ein großes Problem, Alter. Ich brauche immer noch Spinnen, den... Die spawnen weiter. Ey. Obwohl ich den Scheiß... Aber Niklas, du weißt schon, dass jetzt pennen gehen, ey. Ich brauche immer noch den Mount Everest der Burgen, sag ich mal. Ach, wir müssen pennen gehen. Ins Bett. Nessi, wir springen einfach hier hinten ins Wasser. Geht das? Naja, das geht. Während Nessi, der Toaster wieder. Ja, bau mich ein. Danke. Nessi, du hast einen Staubsauger im Arsch. Ja. So genau will ich das auch ehrlich gesagt nicht wissen. Ich auch nicht. Dude. Ich weiß es leider. So klappt das mit mir fast daran vorbei. Ich weiß es nicht. Oh mein Gott! Ah, so. So, ich liege im Bettchen. Ja, ich und bin zwar auf dem Weg. Auf der Bettkante, keine Ahnung wieso. Ja, wieso schläft der wieder bei mir? Der kostet, ne? Ja, ich kann mich gerne bezahlen, Alter. Ich werde jetzt immer hier schlafen, Mann. Nein. Das ist einfach am nächsten an meiner Baustelle. So. Oh. Guten Morgen. Ah, ein neuer Morgen bricht an. Ist das nicht immer ein herrliches Gefühl? Lol, eine Kuh ist vor meiner Tür. Läuft auf jeden Fall. So, die wird jetzt erstmal gekillt. So, gegrillt wird die jetzt. Was hast du, Skorpion? Hast du noch Holz? Dann kriegst du Kabel zu dem Marble. Nee, ich hab kein Holz. What? Kabel Deutschland. Würd ich sagen, es ist schon hoch genug und man muss es nicht nein, mehr. Nein, viel höher. Dir gäb's, ich hab dir Holz hier vor die Tür geschmissen, ne? Alter, yeah. Ist die fucking Mine riesig. Ey, Marcel, warte mal. Schmeiß es hin. Ich will's essen. Wir müssen noch einen Spinnen-Spawner. Junge. Ich hab jetzt schon 3 Spawner gefunden, Alter. Was glaubst, du kannst auch bald mit der Treppe anfangen, finde ich. Ja, ich mach noch kurz die XP-Farm fertig, okay? So. Klappt das irgendwann? Nein. Was? Ich hab was Exotisches versucht. Nessi, hast du jetzt noch ein bisschen Kabel mit? Ich hab 3 Stacks. Willst du? Nee, ich hab noch genug. Ja, dann machst du die eine Seite, ich mach die andere. Ja, 2 Seiten würde ich behaupten, ne? Ja, mach du die beiden Seiten, genau, ich mach die anderen beiden, das passt schon. Okay. Ist natürlich extrem spannend wieder, wenn man das hier macht, deswegen können wir uns mal wieder über ein Thema unterhalten, und zwar, was haltet ihr für ein Deutschland sucht den Superstar? Nichts gut. Alter. Ernsthaft? Ja, aber habt ihr es früher auch noch geguckt, so, damit ihr in den Castings lachen könnt? Ja, also früher schon, aber das ist schon seit Jahren nicht ist echt mehr. So, ne, sogar das guckt man sich nicht mehr an, weil sogar das scheiße geworden ist. Vor allem, weil K1 drin sitzt. Ja, K1 in der Jury, jetzt läuft bei dir K. Echt? Wusste ich nicht mal. Ja. Alter, wie hoch baust du denn immer? Ach, du baust direkt so hoch oder what? Ach so, okay. Oder what? Ich mach immer so, what? Und das geht eigentlich dann immer relativ schnell. Digga, hier ist ja... Alter. Das ist das World Turm Center, Alter. Aber egal, Jungs, ich werde hier auch noch... Ihr habt schon gemerkt, ein paar Sachen habe ich jetzt schon dazugelernt im Let's Play. Wir haben hier lange über das Thema Deutschland und Superstar übrigens geredet. Wisst ihr, was ich immer am lustigsten daran finde? Wenn die Leute dann... Fame sind und dann nach 2 Jahren weiß schon keiner mehr, wer das ist. Nach 2 Monaten. Ich weiß nicht mal, wer letztes Jahr da gewonnen hat, wenn das überhaupt letztes Jahr stattgefunden hat. Irgendwann haben 2 Leute, die sich gebumst haben, gewonnen. Ja, das war so Pietro Lombardi. Hat so gewonnen. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, die Leute von RTL wissen aber auch, für welche Zielgruppe die das machen und dann. Ja. Naja, man sieht es halt auch an den Leuten, die da gewinnen, denke ich mal. Also Pietro Lombardi, den kennt man ja irgendwie auch aus der Werbung und so weiter. Ja, weil das so da siehst du doch schon, für welche Zielgruppe das gemacht ist, also. Würdest du auch sagen, dass er so für Pädagogen, Diplomaten und sonst auch alle so Gelehrte an sich? Nur für Akademiker. Akademiker mit Niveau. Akademisches Fernsehprogramm. Können sich auf jeden Fall alle bei Parship anmelden. Und bei Dingens, Elite-Partner. Nein, was war das Ding? Elite-Partner. So? Ja, Elite-Partner. Aber auch geil, solche Seiten, oder? Jetzt mal ernsthaft. Die ganzen Männer, die sich anmelden, denken so, die ficken da ein, aber es ist alles 90% Fake. Ach, 90, wahrscheinlich 99% Fake-Profile, Alter. Ja.
Genau wie diese Werbung bei Pornoseiten, auf die ich natürlich nie bin, das habe ich nur mal gelesen. Da steht dann immer so, die geile Tina wohnt 5 Kilometer von dir entfernt, Alter. Ja, wohnt sie doch auch. Ja, dann ist mir eingefallen, ich kenne eine Tina, die so exakt 5 Kilometer von mir entfernt wohnt. Dann bin ich losgefahren. Ah, die ist nicht mehr so geil, die ist eher fett geworden, die Schlampe. Dann habe ich sie getreten, Mann. Weil ich fette Bitches einfach nur anspucke. Sie Tür aufgemacht, ich habe sie angespuckt. Tatsächlich gekauft, sondern ich habe nichts mehr. Okay. Ich habe noch ein bisschen was. Ich mach meine beiden Seiten weiter. Alter, ist das hoch. Ich frage mich halt auch, wie man auf solche Ideen kommt mit so komischen Partnerseiten und sowas. Naja, es gibt ja Leute, die haben sich ja ehrlich sogar kennengelernt. Gibt ja welche, ja, das ist klar, das sind halt so Einzelfälle, weißt du, aber ganz ehrlich, man, das ist doch locker. Ja, ich sag mal so, alles was ab 0 Uhr beworben wird, ist eh Bullshit. Um mal damit anzufangen. Weil alles, was nachts auf Sport 1 beworben wird, ist garantiert nicht legit. Grüße an Legit an der Stelle. Hör auf, Marcel, Alter, du zerstörst doch meinen Wunschtraum. Null 185 4646. Sag nicht, das ist auch fake. Ich warne dich, Alter. Du sprichst halt mit übergewichtigen 40-Jährigen, die dann erzählen, dass sie eine geile 20-Jährige sind. Marcel hat die Erfahrung. Ne, ich hab da auch mehrfach schon angerufen, hab auch viel geweint am Telefon. Wieso glaube ich dir das? Allerdings erst, als er dann das Bild geschickt hat, ne? Oh Gott. So. Alter, ich hab keine Fackel mehr. Der Scheiße. Turm, das ist der Turm von Babel, kennt ihr den? Ja, das wollte ich gerade vorhin die ganze Zeit sagen, aber ich hab mich irgendwie nicht. Du bist nicht getraut, ne? Das ist wie ausgelacht, wie du sagtest. Ja, ich dachte, ich bin zu intelligent für Minecraft. Aber ich muss wieder springen, Alter. Ja! Ey, das ist so geil, darunter zu springen, Alter. Das ist der beste Bau, den es gibt. Allein deswegen schon. Da bin ich gerade runtergesprungen. Ihr werdet jetzt so sagen, boah, ist das hässlich, die Steinfassade. Aber das wird natürlich alles noch mit Fenstern und Holz dann von innen dann begleitet. Und wir brauchen erstmal eine Base. Hier, wenn die Sonne über dem Tempel steht, weißt du, dass du richtig stehst, sagt man doch auch. Weil man sich das auch gut gereimt hat. So. Wer hat noch Krebs bekommen? Ich weiß nicht, wo man das sagt, aber... Ich habe ziemlich viel Krebs bekommen von dir, danke. Ziemlich viel Krebs. Ich werde auch demnächst an HIV-positiv sterben. Ja, das war super. Ich wollte eigentlich nur an diese Kiste heran und stell eine Fackel hin. Das war geil. Okay, das brauche ich eigentlich noch gar nicht zu machen. So, das Ding ist, ich dachte, dass Gelb sich hier irgendwann mal um die Treppen kümmert, aber man muss wahrscheinlich wieder alles selber. Ja, sorry, machen. Ich mache halt noch gerade die Scheiße fertig, du Huren, was? Ja, das Ding ist, das sieht man ja gar nicht, was du machst. Das interessiert ja auch so gesehen gar keinen. Ja, aber wenn du dann dorthin gehst und XP bekommst und ich hoffe halt, das funktioniert. Arnold. Beruhigt sich davon. Ich weiß eh gar nicht, was XP an sich bringt. Ich bin Level 1 auf jeden Fall, das weiß ich. Ja, du kannst damit halt enchanten. Verzaubern. Ja, enchanten. Wie einfach enchanten, sagt man, sie wahrscheinlich keine Ahnung, was das ist. Man kann natürlich jetzt auch hier den Alternativ genau da rein schon mal bauen. Ja, das ist eine gute Idee. Der Glastunnel wird erweitert. Ich bin so ein Genius. Auf jeden Fall. Ich bin ein Genius. Okay. So. Schaufel haben wir noch. Hat einer von euch noch Kohle? Ja. Ja, ich habe jetzt extrem viel. In unserem Haus ist extrem viel. Das Problem ist halt nur, dass ich in der Höhle bin. Kohle. Ja, ich kann da trotzdem rein. Ich werde übrigens nie wieder rauskommen, ne? Marcel, in den Öfen bei unserem Haus ist extrem viel Kohle, Junge. Digga, hier sind so viele Kisten, hier können auch ruhig mal Diamanten drin sein, finde ich. Ey, man macht doch Sand mit Schaufeln kaputt, ne? Sand? Ja. Warum ist das bei mir immer so langsam? Ja, weil du wahrscheinlich eine Holzschaufel benutzt. Nee, eine Eisenschaufel. Erde geht in einer Nahrungssekunde, obwohl weil es unter Wasser ist wahrscheinlich. Ja, dann dauert es richtig lange. Na, okay, dann muss ich hier hingehen einfach. Ich hab den krassesten Ausblick gefunden. Ah ja, so ist es besser. Wo Lava und Wasser auf... Ach, was ist das denn jetzt bitte wieder? Ein Drecksturm. Wie kann ein Drecksturm hier unter den Keller kommen? Ich will mir jetzt Glas machen, um dann den Tunnel direkt in den großen Turm auch weiterzuführen. Und man kann dann trotzdem wahlweise die Treppe runtergehen. Alles ist möglich, solange du wild bist, ist mein Motto. Wo ist das denn nochmal her? Wilden Kerle. Wilde Kerle. Mit Jimmy Blue Ochsenknecht. Ach du Scheiße, ey. Alter, hier geht's auf einmal runter. Ich werde ertrinken, oder? Oder?
wie Nico sagen würde, so, warte. Ich hab's überlebt. Und ich, oh mein Gott, wie komme ich. Aber ganz ehrlich, das sind ja auch Sachen, die frage ich mich öfter mal, ne? Ob die Leute das heute halt immer noch angucken, also eher die kleineren Kinder. Ich meine, ich habe ein sehr lustiges Wasservorkommen gefunden, sehr, sehr lustig. Quasi nicht, dass die uns hier die großen Kommentare schreiben, aber. Ich glaube, alle, die das gucken, schämen sich. Die was nochmal gucken? Achso, ja. Ich habe keine Ahnung, aber immer sowas wie die wilden Kerle. Also heute wird man sich, heute schämt man sich dafür, weißt du? Die wilden Kerle waren krass da. Nee, habe ich mir damals auch nie, habe ich mir nie angeguckt. Ich kenne keinen wilden Kerle-Film, ich schwöre. Ich kenne einen davon, der lief halt irgendwann mal im Fernsehen, habe ich mal geguckt, als ich klein war. Heute will ich mir sowas natürlich nicht mehr geben. Ja, nicht besser. Ja, und lief nochmal Teletubbies heute Abend? Ja, und dann, als du neulich kennen hattest, ich habe genau das Wilson Gonzalez und Jimmy Blue Ochsenknecht Poster über dein Bett gesehen, Alter. Alter, da kannst du direkt die Kugel geben. Ja, ich hab's aber gesehen, Niklas. Jetzt brauchst du dich gar nicht rauszureden. Mhm. Schreib mal in die Kommentare, Niklas, du brauchst dich nicht rauszureden. Alter, hinter denkt das wirklich Norman. Ja, er hatte, ich schwöre auf. Nein, okay, nein. Man schwört dich, wenn's nicht stimmt. Alter, Minecraft buggt hier teilweise bei mir. Wisst ihr, schon wieder zuckelt das irgendwie mal so komisch. Zuckelt? Ruckelt und zuckelt und es wird, glaube ich, langsam dunkel. Alter, sieht aus, wie die Sonne explodiert bei mir, Alter. Sieht aus wie ultraviolette Strahlung, was ich hier gerade. Alter. Junge, so. Aber ich muss Sand noch mitnehmen. Junge. Spaß mal auf, Jungs, wenn wir alle PS4 spielen, wie ihr das dann suchten wir dieses Wort, Alter. Eine Runde mit Faro, dann ist schon Endstation. Junge. Nessie, wie sieht's bei dir jetzt aus, PS4-mäßig? Hast du dich da jetzt endlich für entschieden, mal, oder immer noch nicht? Ne, ich geh Xbox One. Glaubst du sowas selber, ne? Dann fick ich dich, Alter. Fick ich deine Familie. Wenn Alter, so deine ganze Generation. Du weißt schon, wenn dann mal so ein breiter Typ an deiner Tür steht, ne? Ey, hier war ich schon mal, oder irgendwer war hier schon mal. Aber hier sind noch alle Rohstoffe. Dann habe ich einen Personenservice gekauft, weil ich selber nicht sein kann. Wollen wir ins Bett gehen? Marcel, warst du schon mal irgendwo, wo du einfach die ganzen Rohstoffe nicht mitgenommen hast? Vielleicht da, wo ich gestorben bin. Ich habe so viele extreme Spinnenfäden. Genau, so extrem viele Spinnenfäden. Also gehen wir jetzt Pensorn. Warte, ich mach noch kurz hier ein bisschen. Ja, ich muss meinen Gurt hier gleich in meinem Bett wieder hinstellen. Ja, warte, dann gehe ich jetzt hin. Dann mache ich gleich das Haus weiter. Ich hab jetzt machen noch so lange weiter. Ich muss hier eh noch. So, okay. Die drei Sachen. Marcel halt. Zu dem Scorpion wieder back im Business. Was geht, YouTube? Marcel zu dem Scorpion ist wieder back am Start hier für euch. Und herzlich willkommen. Double Time, Kollege der Boss. So. Mach mal im Livestream ein paar Commentaries. Das ist ja witzig. Ja, da kriegen die Commentaries aber an sich halt nicht mehr so viele Aufrufe, weil die Leute kennen sie ja schon. Das ist nämlich auch meine Opinion davon. Dann mach einfach Commentaries für den Livestream, no home. Es gibt ja auch Leute, die Let's Playen an dem Livestream, das ist halt eigentlich auch eine geile Sache, aber das Ding ist halt einfach, dann habt ihr es ja alle schon gesehen. Man muss ja theoretisch gar nicht hochladen. Da wird es einen Anschluss finden und die Treppe kann man trotzdem runtergehen. Ich nenne es dann die gläserne Entscheidung. So. Aber was man natürlich machen könnte, ist im Livestream weiter zu zocken und dann im YouTube-Video einfach so ein Update zu machen, was man so im Livestream erkauft. Können wir jetzt pennen gehen? Ja. Ja, klar können wir machen. Okay. Warte, rein dann hast du Ende. Ich glaube, hier warst du, Marcel, wo ich gerade bin. Das ist vielleicht die Höhle, in der ich gestorben bin. Das ist durchaus möglich. Alter, ich habe mich ins Bett gelegt, weil er ist vom Bett gefallen und liegt jetzt daneben und schläft auf dem Höhlenboden. Lol. Ohne Scheiß jetzt. Auf dem Höhlenboden schlafen. Kommt davon, wenn kannst du ja von Gabs kannst du ein paar Tipps geben, wie er damit am besten klarkommt. Steh beim Krebs, du Huhn. So, ich dich so. Jetzt auch im Bett, ne? Nesti? Ja? Du musst ins Bett gehen. Wir liegen alle drei schon. Ich komme. Nesti. Alter, was denn? Ich höre hier nachts, wie die Schweine grunzen, Alter. Und mir links fließt irgendwo Wasser, Alter. Nicht, dass meiner sich noch im Schlaf in die Hose pisst. Und Gabs soll ich hier auch noch grunzen. Dankeschön. Danke, Nesti, dankeschön. So. Oh, die gestörte Ente ist wieder da. Warte, da unten hole ich mir Sand. Was ist das hier eigentlich? Ist das Bambus? Muss das da stehen? Ja. Mein Zuckerrohr? Bambus.
Ja, wo grabst du dich hin, Marcel? Ja, ich will Sand. Ja, dann geh doch in die Sandmine. Nö, das ist jetzt hier meine Hut. Ich habe eh nicht mehr viel Schaufel. Ach, das ist Wasser und das spiegelt sich. Was ist das denn für ein Texturenfehler? Aber es ist gar kein Fehler. Nein, Reaper, nein, nein, Hurensohn. Du gehst Alter. Weg, du gehst weg, du gehst weg. Ich habe hier so einen Spalt gefunden, aber ich will da nicht reingehen. Weil da ist halt fett Lava und ich habe jetzt keinen Bock zu verrecken. Deswegen halte ich mich von Lava erstmal fern. Ey, du bist in der Puste in der Klasse. Marcel, ich glaube echt, du warst hier. Ich bin quasi auf deinen Spuren. Ist ja überall Lapis. Na, hab ich mal liegen lassen. Folgt die Spuren des Skorpions. Ja, aber ich brauche Lapis halt. Deswegen nehme ich es mit. Also ich brauche es nicht unbedingt, aber ich finde es halt ganz geil, weil ich damit wahrscheinlich die Verzierungen machen werde bei mir. Eine Kiste brauchst du schon. Ja, damit werde ich die U-Bahn halt verzieren quasi. Die U-Bahn, U-Bahn. Gäb's halt so nachts eigentlich auch die U-Bahn vorbeifahren? Was? Egal. So. Das ist lustig, weil ich in einem Einfamilienhaus wohne. Nicht so wie du. Zumindest in einem Teil davon. Dem unteren Teil. So. Das ist der Klassiker, der muss immer jedes Mal sein. Muss ich dann so räuspern und dann so schnell weiterreden? Das ist einfach ein Klassiker. Frage an die Zuschauer, habt ihr nicht Mitleid mit mir? Genau, habt ihr Mitleid mit Gerb? Schreibt es in die Kommentare. Aber Gerb, ein paar haben sich gestern bei meiner Folge verschrieben. Die meinten so, du bist ein lustiger Typ und so, dass sie dich mögen. Alter! Nein, verdammt. Ich hab dann versucht, auch Abhilfe zu schaffen. Jungs, wäre ich einen Meter weiter vorgegangen, würde ich jetzt brennen, Alter. Okay, es geht immer kaputt. Okay. Warum ist das so unsicher hier unten, Alter? Ich hab gerade richtig Angst zu sterben. Ich hab einfach keinen Bock zu sterben jetzt. Aufwärtsspiel. Das Wasser sieht so schön aus, ne? Ich würde so gerne jetzt in Real Life da schwimmen. Dann wirst du von Quallen angegriffen und verbrannt, Alter. Wäre mir auch egal. Ja, Quallen zünden dich sehr gerne mit Feuerzeugen unter Wasser an. Nein, aber Quallen verbrennen einen ja wirklich. Ja, ich weiß. Mein Vater wurde mal von einer Feuerqualle gestochen. Das ist, glaube ich, nicht so geil. Nee, wenn du so unter Wasser so am Tauchen bist, dann kommt so eine Qualle, du siehst schon, dass sie dich anvisiert, dann ist es, glaube ich, nicht so krass. Ja, was heißt der Moment, bevor du einfach nuklear stirbst, du weißt einfach, dass es passiert. So. Es gibt auch viele ungefährliche Quallen und die sind meistens ganz witzig. Aber Quallen sind sowieso richtig lustige Tiere. Ich meine, die leben einfach so. Ja, die leben halt, aber mehr machen die nicht. Ja. Alter, Marcel, locker warst du hier, Mann. Niemals würde ich 5 Fackeln nebeneinander stellen, wie so ein verrückter, dreibeiniger Kanal. Oh! Ach, ich bin, glaube ich, in der Kellermine. Ja, das oder? Ja, du bist im Keller, da sind die Fackeln. Und hier ist ein... Alter, ist hier ein fetter Slime. Jungs, komm mal in den Keller. Hier ist ein richtig fetter Slime. Ich kann mich gerade nicht mit Keller beschäftigen. Ha, egal, natürlich. Ja, du musst natürlich. Jungs, ich bin beim Keller rausgekommen. Geil, Mann. Dann bringe ich jetzt erstmal die ganzen Rohstoffe in Sicherheit. Jetzt habe ich natürlich hier die Wahl. Baue ich einfach direkt weiter nach da hinten? Ja, ist das geil. Dann baue ich die Treppen einfach komplett ab. Ich bin fast gestorben. Ich habe den Tod ins Auge gesehen. Ja, das Geräusch hat es uns gesagt. Das war sehr männlich. Sehr, sehr männlich. So, wir bauen jetzt hier noch was hin. Ich habe immer noch keine Zeit. Okay, willst du später essen? Ja, ich werde später essen. So. Geil, Mann, ich bin genau bei der Höhle rausgekommen. Das heißt, die Höhle. Alter. Deine Napf, der Keller ja, hat eine Napf. Direkte Verbindung zu der größten Höhle, Mann. Echt, das ist nice. Man muss halt nur ein bisschen laufen. Da sollte man vielleicht. Man sollte vielleicht so echt so einen Minenschacht quasi bauen, wie halt so eine Mine auch ist in Minecraft. Dass man halt quasi direkt den Weg findet. Die Frage ist halt nur, wer den Weg denn überhaupt dahin findet, während man das baut, weil ich werde den garantiert nicht nochmal gehen. Ich finde die Idee, die ich hatte, ist gut, Mann. Aber ich glaube, die Folge neigt sich auch schon wieder dem Ende zu. Das ist durchaus möglich. Ich will nur ganz kurz noch gleich raus aus der Höhle. Mhm. Wisst ihr, wie man Stahl am Gitter baut? Carsten Stahl? Keller. Da wisst ihr, wer weiß, wer Carsten Stahl ist, schreibt es in die Kommentare. Carsten Stahl ist sowieso auch wenn so. Nicht, erzählt ganz Aber wenn ihr ihn kennt, müsstet ihr euch auch halb schämen. Nein, muss man sich nicht schämen, weil das Sendeprinzip ist ja an sich lustig. Okay, eigentlich habe ich jetzt schon einen Hinweis gegeben, also. Wer weiß es? Stichwort Detektiv Conan. Okay, so, warte.
So. Ja, der kann ich mit Eisenerz machen? Wir mögen das voll viele Leute. Ich hab's auch nie geguckt. Niklas? Hä, was? Werde ich wahrscheinlich gehasst. Was kann ich mit Eisenerz machen, oder wie kann ich das? Einen Ofen packen. Oben Eisen. Ich werde jetzt gleich gehasst, weil ich sage jetzt, dass Naruto der größte Bullshit war. Und was? Deshalb habe ich aufgehört mit Anime. Ich hatte kurz Blackscreen irgendwie. Das war cool. Willst du mich verarschen? Wieso habt ihr die... Willst du mich verarschen? Hier ist... Oh, hä, wo... Nächste, ich baue das so, dass man dann direkt da rauskommt. Das ist krass, oder? Jo, ne, dann muss ja da jetzt auch ein Loch rein. Ich baue da mal ein Loch rein. Ja, genau, da muss ein Loch hin. Wieso habt ihr den Keller mit 1000 Erdeblöcken zugebaut? Hä, wie mache ich Metallgitter? Mich verarschen, Alter? Oh, wieso mache ich Metallgitter? Läuft. Leute, da hat Marcel doch jetzt noch, das erste Mal eine gute Idee. Hast du noch zwei Eisen? Ey! Entschuldigung. Entschuldigung. Er hat gekackt. Caps, hast du zwei Eisen? Nein, für dich nicht, dass mich geschlagen hat. Alter, ich bleib hier gerade überall hängen. Diese Brücke war meine Vision, sie ist wunderschön geworden. Ich finde es krass, wie viel man in so wenig Folgen, wir sind ja noch nicht mal bei Folge 20, dass man die Welt sich echt schon so heftig verändert hat. Vor allem, wir bauen ja echt mit vierfacher Stärke. So ein Gronkh hat natürlich mit jetzt schon bei 1200 Folgen eine Riesenwelt aufgebaut, aber ohne Scheiß. Ja, der Scheiß, hat ja mehr krass. Alleine, ey, das ist so heftig. Aber ich habe das Gefühl, ich habe vor einem Jahr oder so habe ich geguckt. Nee, vor zwei Jahren habe ich seinen Minecraft-Let's Play geguckt und ich kenne sogar manche Sachen noch, die er zeigt. So dass manche Bauern. Manchmal ist er noch in seinem alten Bauernhaus und so, glaube ich. Ja, aber inzwischen ja nicht mehr. Inzwischen hat er sich ja quasi einen neuen Weltabschnitt gesucht. Neue Abschnitte. Willst du hier nur eine normale Tür reinmachen, Marcel, oder willst du da den Tunnel weitermachen? Ich weiß gar nicht, was wäre denn ein Tunnel da durch, wäre natürlich auch krass, wo man dann so aussteigen könnte, weißt du? Ja, da muss ich aber weitermachen. Ja. Aber ich glaube, die Folge ist jetzt leider schon zu Ende. Niklas? Jojojojojo, einen Moment. Ich muss hier eben zwei Öfen bauen und die eben hier hinsetzen, sehr spannend, gerade bei mir. Seht ihr nur bei mir auf dem Tunnel? Nein, Spaß. Wie wird es mit dem Tunnel weitergehen? Wird er weiterhin aus Glas bestehen? Das reimt sich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Okay, bist du fertig, Niklas? Jojo, ja. Okay, kommentieren und bewerten nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.